Gut. Wir haben einen Edelsteinwerfer. Edelsteinwerfer. Ihr seht keine Möglichkeit, direkt einzugreifen. Okay. Es sieht wie eine Kreatur aus, die sich als Truhe ausgibt. Und noch dazu eine Truhe, die Edelsteine verspeist. Wie seltsam. In der Tat. Was haben wir in der Mitte? Eine Feuerleiter, Feuerleiterhebel und ein planares Tor. Okay. Okay. Sehen wir mit dem Ring vielleicht irgendwas anderes noch? Oh, da ist irgendwas. Ein Edelsteinhaufen. Ja, nehmen wir doch schon mal mit. Können wir vielleicht die Kreatur damit locken? Guck mal, da ist noch einer wahrscheinlich. Ja, mehrere. Nicht mal alle mit. Einmal das. Einmal das. Das sind auch so mehrere Edelsteinwerfer. Ich verstehe. Okay. Und dann hier drüben nochmal lang. Vielleicht haben wir da noch ein paar. Da ist eine Aasfresserratte, okay, und ein Edelsteinhaufen. Und ein weiterer Edelsteinhaufen, wunderbar. Keine Ahnung, was wir damit machen sollen, außer vielleicht die Truhe anzulocken, aber ich muss ja kurz gucken, wo überhaupt. Vielleicht hier in dieser inneren Barriere, könnte ich mir vorstellen. Da habe ich gerade irgendwie so einen brennenden Ring gesehen, vielleicht kann man da ja irgendwie was machen. Ein Nachahmer ist hier, ach, du bist hier. Der Nachahmer ist hier. Okay. Darum kümmern wir uns gleich. Gucken wir kurz an, ob wir hier noch weitere Edelsteinhäufchen haben. Ja, da hättest du noch zwei. Wunderbar. Die du vielleicht mal haben willst. Was? Nee, 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 komm. Den schnapp ich dir vorher weg. Wunderbar. Und den anderen nehme ich dir auch vorher weg. Das sind sogar zwei. Irgendwann bin ich deine einzige Einnahmesquelle hier. Deine einzige Futterquelle. Ja, da ist wohl nichts mehr. Und du hangelst dich immer an diesen komischen Feuerdingern hier lang. Feuerständern. Gut. Und dich auch noch. Sehr schön. So, was haben wir denn hier? Ein Hebel, den man wahrscheinlich nur sieht, wenn wir in diesem Modus sind. Feuerleiter mal betrachten. Die Kugel dieser Leiter kann große Kräfte sammeln. Okay. Ich nehme was mit dem Leiterhebel. Ah ja. Ah, ich verstehe. Ah, ich verstehe. Okay, wir speichern das Ganze mal. Legen den Ring ab. Na, schade. Ich dachte, hätte gehofft, dass wir irgendwie hier drin... Dass wir jetzt irgendwie... Kann man hier rein? Ach, können wir. Na gut. Wir legen mal so ein Edelsteinhäufchen hier hin. Kann ich mit der Kugel was machen? Nein. Dann gleite ich euch kurz mal hier raus und warte, bis der... kleine Fresser hier ankommt. Warte mal, die Chance, dass er hierher kommt, erhöht sich natürlich mit der Anzahl der Häufchen. Genau. Wenn ich überlege, wie viel wir früher auf Edelsteine abgegangen sind, ist jetzt schon so ein bisschen witzig, dass wir jetzt, na komm, irgendwo musst du ablegen können. Irgendwo, vielleicht hier. Dass wir jetzt die Dinger einfach mal so auf den Boden legen. Und dich noch dahin. Und dich noch dahin. Sehr schön. Alle mal mit raus. Dann nehmen wir uns einfach mal so aus Prinzip hier diesen komischen Ring und gucken, ob denn irgendwo dieses Vieh hier auftaucht. Ist irgendwas außen noch? Planares Tor. Sehe ich zwar nicht, ist wahrscheinlich hier. Na komm schon. Die Frage ist, können wir auch, ach so, Gott, da muss ich ja wahrscheinlich so lang hangeln. Ach, ich verstehe. Wir müssen so eine Spur legen. Vielleicht, zerstören wir ja auch unsere Rüstung, wenn wir das Vieh jetzt gleich hier drin töten, indem wir an der Kette ziehen, an dieser Hebel ziehen, wie auch immer. Ich nehme mal 5 mit, das sollte irgendwie reichen. Da ist der Nachahmer. Warte mal, ich lege jetzt mal hier so ein Häufchen hin.
Genau. Dann lege ich hier noch so ein Häufchen hin. Genau. Gucken, ob es jetzt funktioniert, ob er jetzt hier reingeht, irgendwie. Das hast du genommen, wunderbar. Sehr, sehr fein. Los, komm doch rein. Ja, hat lecker geschmeckt. Guck mal, hier liegen noch mindestens drei und eine Aaspasserratte. Jawohl. Und das war's für dich, mein Freund. So, die glimmenden Reste des Nachahmers erfüllen die Luft mit einem beißenden Gestank. Die zusammengeballte Hand, mit dem er sich im Unterschlupf orientiert hat, krabbelt langsam wie eine Krabbe heraus. Sie späht die dunkle Zuflucht eures Rucksacks, geht auf eure Brust, klettert über eure Schulter und verdrückt sich dann nach innen. Ihr hattet sie anfangs als eine Art Anhang des Nachahmers angesehen, doch nun wird euch klar, dass er eine Art monströse Grabschvorrichtung ist. Gerade als ihr anfangt, diese seltsame Kreatur zu mitleiden, werdet ihr unterbrochen. Gargamesh. Geschieht dem verdammten Kolzrasten recht, wenn ihr mich fragt. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie lange es mich an diesem Ort mit seinem höllischen Zauber gefangen hielt. Der Teufel schaut aus seinem Armstumpf, wo seine Hand früher war. Verdammte Nachahmer. Nun, jetzt bin ich frei. Und wenn ich richtig gesehen habe, dann habt ihr etwas Kleines, das mir gehört, nicht wahr, Dumpfbacke? Jetzt tue ich gerade von mir, alter Schwede, das war ein heftiger Schlag. Gargamesh, was? Guck mal, ich verfluch dich kurz mal. Ist eh gleich tot. Das einhändige Scheusal Gargamesh brüllt voller Zorn und ist gleich tot. Ja, danke für die Erfahrungspunkte. Und das Portal ist offenbar gleich dadurch geöffnet worden. Gut. Wollen wir uns kurz noch vielleicht regenerieren? Oder lass uns mal den Gargamesh anschauen. Wir haben ein nicht identifiziertes Katana, strahlender Tod. Das hochwertig gefertigte Katana gehörte einst dem bekannten Schwertkämpfer Viromoto, einem Waffenmeister aus dem fernen Osten, der hunderte von Duellen ausfocht, bevor er starb. Die scharfe Klinge zerschneidet die Verteidigung des Gegners förmlich. Sie ist jedoch so scharf und leicht, dass selbst ein Meister Schwierigkeiten hat, sie zu führen. Viromoto begann jedoch immer mehr an der Zuverlässigkeit der Waffe zu zweifeln. Bei seinem letzten Duell schließlich griff er zu einer anderen Waffe. Es war das erste und letzte Mal, dass er besiegt wurde. 1 wie 10 Schaden, besondere Eigenschaften, extrem kritische Treffer, 5 Schadenspunkte, nur Benutzer von Waffenmeister, Rüstungsklasse Malus, natürlich Rüstungsklasse Modifikator minus 5, ist scharf und Verbesserungsbonus 12. Sehr, sehr geil, aber nein, nicht besonders nützlich für uns, denn wir nutzen das eigentlich nicht. Ich muss irgendetwas von dem Zeug loswerden. Ja, bin ich gerade, habe ich gerade. Nachahmerleiche, wunderbar. Edelsteinhaufen kann ich irgendwie verkaufen, werden wir gleich rausfinden. Dann haben wir Heilungstrank, Schnelligkeitstrank. Aas, den Schädel kannst du behalten. Obwohl, wer weiß. Der Schädel eines Aasfasserratte ist erstaunlich glatt, wenn man bedenkt, dass sie von einer Bestie ohne Magen gefressen werden kann. Mein Waffenrock hätte ich gerne, genau. Und meine Stiefel. Laufstiefel plus 10, Konstitution plus 10. Ach, nett. Sehr schön. Okay, warte mal. Ich werde kurz mal die Rüstung wieder anziehen. Meinen Waffenrock, wenn ich den gerade mal wieder finde. Laufstiefel plus 10. Was habt ihr eigentlich gerade so an? Bei Konzi plus 10 ist schon ziemlich geil. Regenbogendrachenstiefel. Die waren auch nicht schlecht. Genau, Zauberresistenz 24. Allein das reicht schon. Hier Immunität gegen Niederwerfen und Furcht. Fantastisch, kannst du direkt behalten. Und Aribeth hat was? Du hast Reflexstiefel plus 6. Ja, ganz ehrlich, da gibst du lieber Laufstiefel plus 10. Und verkloppt die ollen Dinger. Guck mal, ich hab die dämonische Kralle. Die Hand scheint von Leben erfüllt zu sein. Sie zuckt und windet sich, wenn ihr sie anfasst und versucht ständig eure Finger zu packen. Und wenn man sie hinwirft, dann bleibt sie an den Hindernissen hängen. Das geht natürlich nur, wenn sich dort, wo man sie hinwirft, etwas befindet, das sie ergreifen kann. Dann zieht sie die Benutzer zu sich hin und verschwindet wieder in seinem Gepäck. Die dämonische Kralle kann auch verwendet werden, um verschiedene Dinge mit Gegenständen anzustellen. So kann man sie beispielsweise mit der Hand aktivieren oder näher an den Besitzer heranziehen. Das ist ja witzig. Und zwar unbegrenzt am Tag. Ich verstehe. Haben wir davon jetzt irgendwas gerade? Nee, eigentlich nicht. Können wir uns kurz meine Geliebte. Mal hier ausruhen. Das können wir wohl. Sehr schön. Würde ich sagen, gehen wir doch einfach mal weiter direkt. Leiterhebel? Nee, brauche ich nicht. Speichern. Und auf ins nächste astrale Tor. Endlich wieder in die schöne Einöde von Kania. Stimmt. Ich war gleich fertig hier. Schamanen.
Ach, guck mal, wir sind durch das Strahltor hier hingekommen. Ich verstehe. Wo ist eigentlich mein Ring? Habe ich nicht angelegt? Doch, ich müsste mich irgendwo die Pfeile sehen. Guck mal, ich bringe dich kurz mal um. Ich versuche es zumindest. Ja, toll. Das Dumme ist, dass ich jetzt euch jetzt ziemlich ausgeliefert bin. Als euch der wirbelnde Lava dieses Nebenflusses des Stücks nähert, könnt ihr die zuckenden Finger des dämonisch zugreifenden Hand in eurem Rucksack spüren. Am anderen Ufer befindet sich ein Fackelhalter, zu dem sie offenbar unbedingt will. Ah, ich verstehe. Wir spielen also jetzt Zelda. Gut, haben einen Enterhaken bekommen. Vielleicht lege ich das Ding mal auf irgendwie auf F11 oder so, genau. Steuerung F11, zack. Autsch, 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 autsch. Warte mal. Egal, nochmal anders. Wo bist du hin? Kralle? Hallo? Ach, hier. Ah, du von Trägerbenutzer. Wie soll ich dich denn tragen? So? So? So, wie soll ich dich denn tragen? Ich trage dich doch. Auf dem Kopf? Warte mal, ganz kurz. Einmal. Folgt mir bitte mal, ihr habt nämlich eh keinen Fernkampfkram. Okay, die Mondsche Kralle wurde niedergeworfen. Ich muss also achtmal vielleicht hier in die Nähe einfach hin. Und jetzt funktioniert es. Ja. Hallo, guten Tag. Und alle kommen mit, wie schön. Ich hau derweil ab. Tschüss. Ah, da ist noch ein weiterer da unten. Super. Ah ja. Okay. Bitte sterbt alle. Also hoffentlich nicht meine Leute. So, einer ist schon nah, einer ist tot. Du bist auch tot, sehr schön. Ganz hervorragend. Alter, ich krieg jedes Mal irgendwie in die Nähe dieser Berserker. Das ist, meine Motorik ist heute irgendwie nicht so richtig die beste. Was finden wir hier? Einmal ein Bier. Ja, das kannst du auch behalten. Was ist hier? Etwas Geld. Dann werde ich kurz mal dich etwas heilen. Und auch dich etwas heilen. Und dann hätte ich ganz gerne übrigens mal den Ring. Der mir bitte mal den Weg zeigt. Was du nämlich... Ach ja, was du jetzt erst tust. So, es geht hier runter. Hallo, Herr Berserker. Einmal das. Sehr schön. Weg, 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 weg. Kann ich irgendwie angreifen? Ja, so geht das. Ah ja, Arimbef wird ziemlich abgeknallt hier mit den blöden Zaubern. So, der ist tot. Stopp, hier ist offenbar ein Schamane. Doch, da hinten, ja. Jemand, der unsichtbar sein wollte, offensichtlich. Na komm. Alter Schwede, was ihr für Schaden austeilt. Ist ja richtig übel. Kann man sich jetzt eigentlich hier unten hier irgendwie regenerieren, jetzt da ich die meisten Gegner besiegt habe? Würde mir nämlich gerade sehr zu Pass kommen. Ich bin nämlich fast tot. Arimbef sieht auch nicht mehr so gut aus. Es geht, sehr schön. Ist ein bisschen lächerlich, dass das Regenerieren klappt in der Eiseskälte. Kann man sonst noch irgendwas machen hier? Eher nicht, okay. Wahrscheinlich hätte man hier noch irgendwas machen können, aber ist egal. Ich versuche erstmal lieber aus dieser Kälte rauszukommen, denn die behagt mir ehrlich gesagt nicht so richtig. Und rein ins nächste astrale Portal. Astralhopping, würde ich sagen. Ah, eine Höhle, wunderbar. Ein vergessener Eingang. Ich heiße euch willkommen. Endlich. Der Anführer dieser Gruppe, der Anführer dieser furchteinflößenden Gruppe, ein Zwergenmönch, schaut euch mit kalten, toten Augen an. Seine Robe weist ihn als Mitglied im Orden des Langen Todes aus. Arimbef keucht vor Überraschung auf. Ich erkenne diesen Geist wieder. Das ist Grimmigbeißer, ein Zwerg, der geholfen hat, nie wieder zu retten. Und Maugrim, was tut ihr denn hier? Ja, ich weiß leider, was ihr hier tut. Das ist, ja, das ist halt so ein Problem. Ist übrigens so lustig, dass Arimbef Grimmigbeißer erkennt, mich aber nicht. Super, wir haben Balferon hier, den haben wir auch schon mal kennengelernt. Wir haben Carmin hier, die sagt mir ehrlich gesagt nichts.
Maugrim, ja, den kennen wir noch. Grimmigbeißer kennen wir, der hat aber coolere Rüstung an als wir, also coolere Ausrüstung hat, als wir getroffen haben. Kof und Kalin, wer bist du denn gewesen? Irgendein Minotaurus? Warte mal. Die Minotaurus Kof und Kalin durchstreifte einst die Wildnis um Niewinter und säte Tod und Zerstörung. Seine Schreckensherrschaft wurde durch einen jungen Helden namens Nasha Alagonda beendet, der die Bestie tötete, um seine Frau und sein Baby zu rächen. Ach ja, guck mal, gleich den Rest angucken, noch Balfaron. Die meisten Leichname ziehen sich aus dem aktiven Weltgeschehen zurück, doch Balfaron hat größere Ambitionen. In seinen leeren Augenhöhlen brennt ein Feuer, das vor der Gier nach Macht und Eroberung spricht. Ein Feuer, das auch durch die eisige Kälte seines untoten Existenz nicht gestillt werden kann. Grimmigbeißer, mein alter Freund und Kamerad, der ist mit Sicherheit nicht leicht. Also damals war er nicht leicht. Grimmigbeißer, der Mönch vom Orden des Langen Todes, war einer der Gefolgsleute des Helden von Niewinter. Der Heldin, bitte. Es ist unbekannt, was er tat, nachdem er die Stadt verließ. Es ist nur gewiss, dass er weiter für den stillen Fürsten arbeitete und hunderte Unschuldige in ein frühes Grab brachte. Das war eine hervorragende Zeit. Carmin. Carmin war eine berüchtigte Kopfgeldjägerin der Drachenküste und für ihre Grausamkeiten, ihren Hang zur Perfektion bekannt. Man sagt, sie hat sich zur Selbstbestrafung das linke Auge ausgestochen, als ihr einmal ein Feind entging, der sich in den Schatten versteckt hatte. Schön. Und Maugrim natürlich. Herausfordernd. Maugrim war ein Verrückter, der entschlossen war, ein vor langer Zeit untergegangenes Echsenvolk wiederzubeleben, das als die Alten bekannt war. Er starb während der Belagerung von Niewinter. Nach der Schlacht verbrannten die Bewohner Niewinter seine Überreste und verstreuten die Asche in aller Winde. So, da haben wir hier noch ein leuchtendes. Aber gut. Der Kleriker Maugrim lacht, doch ist ein grausames Lachen. Aribeth, unsere Wege kreuzen sich wieder einmal. Doch, ihr könnt erleichtert sein, denn ich folge nicht mehr Morak und den Alten. Ich habe jetzt etwas größere Ambitionen. Nachdem Mephistopheles fort ist, muss hier ein gewisses Vakuum gefüllt werden. Irgendjemand muss diese Ebene der Hölle beherrschen. Jeder, der mir die Treue schwört, wird belohnt werden. Alle anderen werden vernichtet. Ich weiß leider, was du drauf hast, deswegen müsst ihr echt direkt die Treue schwören. Mir ist egal, was ihr hier treibt, ich will hier nur raus. Ich glaube, ich werde hier lieber herrschen. Also schwört ihr gefälligst mir die Treue. Ich schwöre euch die Treue, Grimmigbeißer. Wieso kann ich eigentlich nicht, guck mal ganz ehrlich, ich habe ausnahmsweise, und wirklich, das ist natürlich reiner Zufall, dass ich es genommen habe, den Edelstein von Grimmigbeißer, wieso könnt ihr eigentlich mal wenigstens darauf reagieren? Aber ich sage tatsächlich mal, ich glaube, ich werde hier allein herrschen, denn, also später gefällt mir die Treue. Nur die Stärksten können in den neuen Höhlen beherrschen, und da ich stärker bin als ihr Seelen der Bergwacht, du kennst meinen Namen noch, muss ich herrschen, und das bedeutet, ihr werdet vernichtet. So, und jetzt entbrennt ein Kampf gegen all diese Leute gleichzeitig. Habt ihr noch irgendwelche Fragen? Sehr schön. Einmal einen Warndeal für mich. Oh, Zeitstoff sogar. Ach, Balfaron. Ist auch clever, wenn du deinen ganzen Kameraden ebenfalls die Zeit stoppst. Bin ich schon tot? Ach, ich bin niedergeworfen. Ja, bei Grimmig weiß ich mich einmal. Und mein hübsches Gesichtchen poliert. Das ist nicht so ein Problem. Ja, wie ich diesen Kampf beenden soll oder gewinnen soll, ist mir auch echt gesagt noch nicht ganz so klar. Grimmigbeißer ist immer ein Grimmigbeißer. Wir wissen, wie Grimmigbeißer drauf ist. Wir hätten ihn nicht leveln lassen sollen, aber er wäre natürlich genauso stark gewesen, hätte er nicht mitgenommen. So, wir buffen uns kurz mal alle. Vielleicht nehmen wir mal einen Monster mit. Und buffen uns nochmal. Sehr schön. Dann hätte ich gerne mal, dass ihr hastig seid. Aber bitte mit Eissturm, bitte mit Bedacht. Ihr sollt trotzdem älteres Antlitz. Ihr sollt trotzdem stark sein, während der Hast. Ihr sollt möglichst auch gut treffen, dafür sorge ich gleich mit meinen Baden, die da habe ich schon gesorgt. Dann bekommt ihr eine Magierrüstung. Auch du bekommst eine Magierrüstung. Das habe ich erstmal getan, was ich konnte. Speichere das Ganze und geh mal rein. Euch willkommen. Weiter, weiter, weiter. Ich mach's lieber selber. Und hau erstmal ab. Grimmigbeißer kommt auf mich zu. Der stille Fürst soll euch holen. Das wird er wahrscheinlich auch. Ton Erfolg. So, ich hoffe, Dinge passieren jetzt hier ein bisschen mit euch. Grimmigbeißer ist auch super schnell natürlich. Während ihr irgendwelche Dinge tut, das freut mich sehr. Ich laufe die ganze Zeit von Grimmigbeißer weg. Jetzt bin ich langsam. Langsam ist nicht gut. Autsch, 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 autsch. Ich sterbe hier fröhlich vor mich hin. Alter Schwede, was geht denn ab? Ist irgendwie eigentlich schon verletzt. Maugrim ist unverletzt. Der Kuff irgendwie ist tot. Aribeth ist auch dem Tode nahe. Walen ist bereits gestorben. Matthias ist auch gestorben. Ich bin eigentlich selber dann mehr oder weniger tot.
Alter. Ernsthaft? Was soll ich denn hier bitte machen? Ich könnte versuchen, meine Maske einzusetzen. Ja, was gibt's denn überall? Das fällt mir nicht leicht. Ihr bemerkt seinen leicht gequälten Gesichtsausdruck, seine Augen glühen tiefrot. Je länger wir hier bleiben, umso mehr spüre ich mein Blut gegen mich rebellieren. Was meint ihr damit? Ich erzählte euch von dem Blutkrieg, nicht wahr? Das Tanari-Blut ist in mir, treibt mich dazu an, alles zu zerstören, was mit dem Bate-Zu zu tun hat. Mit einer zitternden Hand wischt er sich den Schweiß von der Stirn. Ich verstehe nicht, warum die Teufel hier sich nicht auf mich stürzen. Werdet ihr durchhalten können? Ja, man könnte denken, sie hätten den gleichen Ärger wie ihr. Reißt euch einfach zusammen. Man könnte denken, sie hätten den gleichen Ärger wie wir. Wie ihr. Er atmet mehrmals tief durch und wird langsam ruhiger. Ja, darüber muss ich nachdenken. Vielleicht habt ihr Mephistopheles Platz in mehr als einer Beziehung eingenommen. Vielleicht wäre es besser, wenn ihr mich zurücklassen würdet. Er macht ein finsteres Gesicht. Ich kann nicht garantieren, dass ich nicht mehr ein Problem als eine Hilfe wäre. Ich lasse euch nicht zurück, mein Liebster. Niemals. Ich werde euch nicht in den Höllen zurücklassen, macht euch nicht lächerlich. Nein, ich probiere es mit den Liebsten, vielleicht reißt sich da mal ein bisschen zusammen, mein Freund. Er lächelt etwas verschämt an. Ich bin froh, dass ihr das sagt, meine Dame. Ich würde euch nicht verlassen wollen, selbst wenn ich die Wahl hätte. Er nimmt eure Hand und drückt sie, während er seine Augen schließt und so viel Stärke aus dem Kontakt zwischen euch zieht, wie ihm möglich ist. Als er seine Augen öffnet, küsst ihr eure Hand und lächelt euch an. Danke, meine Dame. Lasst uns weitergehen und einen Weg hier herausfinden. Ich komme schon klar. Ja, übrigens kommst du auch gleich da drin klar, weil du wirst gleich tierisch vermöbelt werden. Übrigens habe ich gerade mal einen Barney verloren. Und ich probiere es gleich nochmal. Für mich ist der Grimmigbeißer das hauptsächliche Problem. Nimm. Ich probiere es mit dem Stein zu Fleisch. Ist hier 50% Tarnung, okay. Ja, er wirft mich daraufhin einfach wieder. Auch eine Idee. Ich bin vertäubt. Super. Der stille Fürst soll ich holen. Der stille Fürst holt mich auch gleich. Kamen ist jetzt da hinten. Ich würde gerne woanders hingehen, aber ich bin ja betäubt bis zum Sankt Nimmerleins Tag. Offensichtlich ist er nicht tot. Wie wir darüber gesprochen haben. Wenn ich diesen Kampf gewinne, dann ist es eigentlich reiner Zufall. Das muss man mal klar sagen, wie es ist. So, Bahnlied nochmal. Warte mal, 1-1-1. Eine Frage, was ist eigentlich, ich schwöre euch, die Treue, Grimmigbeißer? Der Zwerg schüttelt langsam den Kopf. Nein, Selina Bergwach, ihr seid zu mächtig. Allein eure Anwesenheit hier ist schon eine Gefahr. Wenn ich in Ruhe herrschen will, muss ich jeden ausschalten, der eines Tages eine Bedrohung für mich werden wird. Supi, ich hau kurz ab. Ja. Ich schieß mal kurz auf dich. Oder auf dich. Hallo, wieso schieße ich nicht? Ach, ich bin schon betäubt. Ist okay. Wein haut ein bisschen auf Grimmigbeißer ein. Vielleicht kann er ihn ablenken von mir, bis ich... Nee, kann er nicht. Offenbar. Grimmigbeißer haut mich erstmal alle Ruhe kaputt. Um dann zu gucken, was als nächstes ansteht. Ja, gut. Dummerweise ist Grimmigbeißer so unglaublich schnell, dass ich nicht mehr weglaufen könnte. Ich überlege kurz mal, ob ich irgendwelche Zauber anwenden könnte, aber wahrscheinlich haut er mich vorher um. Das ist immer so ein Problem. Was ist eigentlich hier Madenbefall? Mit einem erfolgreichen Berührungsangriff infiziert der Magier entweder sein Opfer mit madenähnlichen Kreaturen, die in jeder Runde 1d4 Punkte vorübergehende Konstitutionsschaden verursachen. In jeder Runde steht dem Opfer ein neuer Zähigkeitswurf zu. Der Zauber endet, sobald ein Zähigkeitswurf gelingt. Naja. Obwohl Konstitutionsschaden, das ist gar nicht mal so schlecht, weil ich nur Benutzer von Druide, der ich nun mal nicht bin. Da haben wir hier so ein Elementarschild, wir haben hier ein Wort der Macht Betäubung. Das Ziel wird automatisch betäubt. Die Dauer der Betäubung hängt von den Trefferpunkten des Ziels ab. Unter 50 Trefferpunkten 4 wurden unten. Oh, das können wir machen. Das können wir machen. Einmal das da. Heiß euch willkommen. Rein mit uns. Weiter, weiter. Hier einmal das. Einmal das. Ich pausiere kurz mal. Und gebe dieses Wort der Macht. Wird er mich schon angreift. Ist der andere, das ist Aribert, okay. Klappt es? Klappt offensichtlich nicht besonders gut. Alter, bin ich jetzt gerade wieder betäubt? Ja, aber er haut beide auf Grimmigbeißer ein. Das könnte zumindest helfen, ihn
Nein, könnte es nicht. Spielladen. Gut, wir bringen einen anderen Zauber aus. Krimi weiß, hat genug Tarnung, dass es nicht funktioniert. Dabei ist das richtig? Das freut mich total für ihn. Sehr schön. Steinhaut hätte ich noch. Ja, komm, gebe ich mir auch nochmal kurz. Sehr schön. Was haben wir noch? Bigbys zerdrückende Hand. Eine riesige Hand taucht auf und greift das Ziel an. Wenn die Hand trifft und beim Ringkampfwurf erfolgreich ist, hält sie das Opfer fest. Für die Wirkungsdauer von, ja, das wird aber ziemlich schwierig, weil Grimmig Beiß war sowas ziemlich Gutes bei Zähigkeit und Rettung, also bei Ringkampf und solchen Teilen. Immerhin ist er verdammter Mönch. Auferstehung, teilweise Genesung, eiserner Magen, Schutzmantel. Oh, warte mal. Warte mal. Wo war das denn? Nein. 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 Verdammter Mist. Ich hatte doch irgendwo, das habe ich glaube ich, habe ich das Aribef gegeben oder wem? Etwas, das gegen 100% stumpfen Schaden hilft. Ist aber offenbar nicht das. Also ist offenbar nicht gerade hier mein Inventar. Schade, schade. Er will uns aber jetzt Zettel auferstehen. Vielleicht war es auch eins dieser Dinge. Warte mal. Selena? Nein. Wahlen. Aribef. War das diese Rüstung hier? Ja, Immunität gegen Wucht 100%. Das ist ziemlich cool. Leider kann ich es nicht tragen, weil ich keine schweren Waffen benutzen kann. Schweren Rüstung benutzen kann. Solche Dinge. Okay, kommen wir zurück zu den fantastischen Zaubern, die bestimmt alle super toll helfen. Kleinere Kugel der Unverwundbarkeit. Was bringt es denn? Der Magieanwender wird von einem schillernden Energiefeld umgehüllt, das ihn vor allen Zaubern des dritten oder eines niedrigeren Grades schützt. Ja, okay. Fluchbrechen, Lähmung aufheben, Selbstverwandlung, Kugelblitz. Zeitstopp. Können wir machen. Rankenquell. Der Magieanwender erschafft eine sich schlängelnde Ranke, die eine von drei Aktionen ausführen kann. Verstricken, wie der Zauber, Bewegung behindert, Bewegungsrate wird halbiert, Tarnung, Kompetenz, Bonus plus 4 auf Würfe verstecken. Naja, gut. Zeitstopp hatte ich gerade, genau. Benommenheit, Schmieren, verletzendes Flüstern, Kältekegel, Meteoritenschwarm, Auferstehung, Dunkelfeuer, was ist das denn? Ein Zauber umhüllt eine normale Waffe mit Flammen. Diese richtet 1-6 Punkte Feuerschaden plus 1 Punkt für je 2 Zauberstufen, maximal 10 an. Ihr könnt den Zauber entweder direkt auf eine Waffe wirken oder auf eine Kreatur, die sich mit einer Waffe ausgerüstet hat. Nur für Kleriker benutzbar, läuft super. Ja, Elementen trotzen, Magiebannen, schwacher Schutzmantel, Massen, aber was bringt denn der Schutzmantel? Zauber statt eine Barriere rund um die Magie, wenn er dir alle Zauber und zauberähnlichen Effekte aufabhält. Ja, das nützt mir jetzt nichts. Ich brauche was gegen mächtige magische Fänge gegen Grimmigbeißer. Der Zauber stärkt den Tiergefährt des Magieanwenders und gibt ihm plus, ich habe keinen Magiegefährten, aber Person festhalten vielleicht. Das Ziel, bei dem es sich um ein humanoides Wesen handeln muss, wird für die Wirkungsdauer des Zaubers gelähmt. Das kann man aber probieren, oder? Und wenn nicht, werden wir gleich wieder sterben. Naja, wird lustig. Einmal das da. Und dann hier. Dritte von oben. Sehr gut zu wissen. Ich heiße euch. Ja, ja, ja. Nein. Nein, nein. Für jeden von uns kommt die Zeit zu sterben. So, Person festhalten. Bitte dich. Zeitstopp. Das Dumme ist, er ist so schnell da, dass man eigentlich gar nicht zaubern kann. Und ich bin auch schon wieder geworfen. Supi. Ich hau kurz mal ab hier und bin schon wieder niedergeworfen. Oder was auch immer, niedergeschlagen. Und schon wieder. Nee, jetzt bin ich sogar tot. Grimmigbeiß ist unterdessen unverletzt. Ich probiere es gleich nochmal aus, weil es super funktioniert gerade alles. Ich werde einfach keinen Zauber wirken können in der Zwischenzeit. Das ist mein Problem. Vielleicht kann ich den Wesen verfluchen und dann abhauen. Das wäre doch eine Möglichkeit. Ah, schau mal. Vielleicht einmal das. Und ansonsten muss ich mir wirklich ernsthaft überlegen, wie ich den Kampf gegen ihn beginnen und überleben soll. Einmal Fluchlied. Das ging schnell. Zeitstopp. So, du bist schon mal verletzt, das ist schon mal ein Anfang. Jetzt kümmert sich scheinbar um Aribef, kann das sein? Nein, tust du nicht. Angriff. Er kriegt wieder um Gelegenheitsangriffe. Warte mal, ich gehe mal da lang. Oh, Aribef. Sehr schön. Ich kann Dinge jetzt machen, das ist sehr gut. Ich hau mal ein bisschen was an Zaubern raus, was ich so habe. Was habe ich denn so? Mächtige magische Fänge, verletzendes Flüstern, Kältekegel, Meteoritenschwarm, ja komm, auf.
Ah ja, man kann es nur irgendwie hier irgendwie in die Nähe zaubern von irgendwas. In dem Fall auf hier in die Nähe. Er sei nicht sterbe. Sterben ist keine feine Sache. Ich bräuchte kurz mal eine Heiertasche. Oder ich sterbe einfach. Maugen wohl gar nicht verletzt. Super. Eine Frage. Kann man sich ja eigentlich irgendwo von den Zaubern von Maugrim in Sicherheit bringen? Komm mal rein, mal hier durchlaufen, ja, sein. Aber ich möchte schon ganz gerne diese Gruppe besiegen. Ah, dann probiere ich es noch. Und dann werde ich den Kampf einfach mal in die auf den morgigen Tag verlegen. Weiter, weiter, weiter. Nein, nein, stopp. Einmal das. Ja, läuft noch vorher. Ich laufe weg. Du bist schon verletzt, wunderbar. So. Ich laufe mal dahin. Genau, du greifst nicht weiter an, sowas passiert. Aber der kämpft da fleißig und fröhlich und was auch immer. Oh Gott. Das ist schlecht, das ist schlecht. Was ist gerade passiert? Starke verringerte Bewegungsrate gesenkt. Das ist schlecht. Alter. Das ist ja wohl abartig. Also Maugrim, nee, Beiferrolle ist einfach das ist übelste hier. Gut, dann würde ich sagen, ich verlege den Kampf auf morgen. Überlege mir vielleicht mal, wie ich das hinbekomme. Wahrscheinlich eher nicht. Und wir sehen uns morgen wieder. Bis denn dann. Ciao. Tschüss.